Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, herzlich willkommen zu später Stunde. Die Linke fordert ja schon lange, dass die Tiergesundheit ein strategischer Teil der Gesetzgebung werden muss. Und deswegen finden wir es richtig, dass das Tierseuchengesetz heute zu einem Tiergesundheitsgesetz fortentwickelt wird. Und wir brauchen den Perspektivenwechsel von einem Krisenmanagement und Kontrolle hin zur mehr Vorbeugung und Vermeidung von Krankheiten. Da sind wir uns völlig einig. Und dass der vorgelegte Gesetzentwurf nicht nur die Überschrift ändert, sondern tatsächlich in der Substanz etwas vorlegt, das finden wir sehr erfreulich. Und es ist auch volkswirtschaftlich sehr wichtig und notwendig. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Allein in den Jahren zwischen 2000 und 2010 hat die BSE-Bekämpfung über 2 Milliarden Euro gekostet. Das sind erhebliche Mengen und deswegen ist es gut und wichtig, Tiererkrankungen zu vermeiden. Aber, und da bin ich dem Kollegen Priesmeier sehr dankbar, Tiergesundheit ist eben mehr als die Abwesenheit von Tierseuchen. Wir müssten zum Beispiel auch über Faktorenerkrankungen viel mehr uns bekümmern, weil es sind nicht mehr die Klassiker, sondern oftmals chronische und andere Erkrankungen, die nur ausbrechen, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen. Und deswegen hätten wir eigentlich in diesem Gesetz über mehr Dinge reden müssen, mehr Dinge verankern müssen. Und das ist durchaus zu bedauern, dass das nicht geklappt hat. Das gilt zum Beispiel für die Frage von Tierdichten. Welchen Einfluss hat das auf die Tiergesundheit? Und zwar sowohl in Ställen als auch in Regionen. Das gilt für die Stallhygiene, für Stallklima und auch für Betreuungsstandards. Und die integrierte tierärztliche Betreuung, die hätte man in diesem Gesetz festschreiben können. Da hätte man auch regeln können, wie häufig ein Tierarzt in einem Bestand vor Ort sein muss. Und wir hätten auch darüber reden müssen, was wir denn dazu leisten können und sollen, dass wir auch in der Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten und von Tierärztinnen, was wir da leisten müssen, damit die mit dieser neuen Situation klarkommen. Und auch, dass die entsprechenden Behörden wirklich ausgebildetes Personal haben, auch das sind Dinge, die ganz dringend erforderlich sind. Und wir haben auch einen Regelungsbedarf, das haben wir vorhin im Arzneimittelgesetz schon mal diskutiert, dass wir eben also auch die Durchsetzungskraft von behördlichen Verfügungen und Ähnliches stärken müssen, dass wir die Tierärzte stärken müssen, damit die Dinge, die sie feststellen, dann auch im Stall wirklich verändert werden müssen. Das heißt also, wir brauchen gut ausgebildete Tierärzteschaft und gut ausgebildete Tierhalterinnen und Tierhalter. Und wir brauchen Strukturen, die risikoärmer sind. Und da sehe ich durchaus einige Entwicklungen mit großer Sorge. Der Lebensmittelhandel übt enormen Kostendruck auf die tierhaltenden Betriebe aus, und das kann nicht gut gehen. Und das Risiko von Tierseuchen steigt, zum Beispiel durch den Klimawandel, weil vektorenübertragene Erkrankungen eine Rolle spielen, durch die vielfältigen Handelsbeziehungen. Wenn wir die Ferkel einmal quer durch Europa fahren, dann ist das ein Problem, das wir tiergesundheitsmäßig nicht abbilden können. Und auch die Megastelle, die wir vorhin schon mal diskutiert haben, und die viehdichten Regionen führen natürlich dazu, wenn eine Tierseuche ausbricht, dass das dann verheerendere Wirkungen hat, als wenn das andere Strukturen sind. Und auch große Wissenslücken sind zu schließen. Also da geht es zum Beispiel um die vielfältigen Ausbruchsrisiken oder Risiken für Verschleppung, die wir teilweise gar nicht genau kennen. Und wir müssen auch die Bekämpfungsszenarien, die wir überlegen, wissenschaftlich prüfen und entsprechend evaluieren. Und die Linke fordert schon seit langem, weil das wirklich eine Fachkompetenz erfordert, die besonders eine besondere Herausforderung ist, ein epidemiologisches Zentrum, was überfällig ist. Aber stattdessen schließen Sie das Institut für Epidemiologie des Friedrich-Löffler-Instituts am Standort Wusterhausen am Ende des Jahres 2013 und riskieren mit dem Umzug zur Insel Riems tatsächlich die Arbeitsfähigkeit dieses Standortes. Das ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal und hätte eigentlich korrigiert werden müssen. Und die neuen Risiken setzen ja auch die Tierhaltungsbetriebe wirklich zusätzlich unter Druck. Deshalb hat die Linke einen Antrag vorgelegt für einen Notfonds für tierhaltende Betriebe. Das ist kein Rundum-Sorglos-Paket, sondern es geht tatsächlich um Erkrankungen, die entweder noch nicht amtlich festgestellt sind oder noch, wo der wissenschaftliche Streit noch herrscht, welche Ursache diese Erkrankung hat. Wir reden über Schmallenberg, wir reden über das Blutschwitzen der Kälber, wir reden über die sogenannten chronischen Botulismus. Und aus meiner Sicht ist dieser Notfonds
wirklich dringend erforderlich. Und die Argumente der anderen Fraktionen gegen diesen Notfonds aus der ersten Debatte kann man wirklich gut widerlegen. Weil die klassischen Tierseuchenkassen, die haben eben halt in so einer Situation noch nicht das Handeln. Wir haben auch keine Möglichkeit, Überbrückungskredite zu leisten. Und deswegen, die Versicherungslösung ist nicht finanzierbar, das wissen Sie. Das wissen wir. Eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage haben Sie auch schon. Kollegin Tackmann. Ja, ich beende den Satz. Haben Sie auch schon abgelehnt. Deswegen bitte ich Sie wirklich dringend, diesem Antrag auf einen Notfonds für tierhaltende Betriebe zuzustimmen. Vielen Dank. Der Kollege Friedrich Ostendorf.